Moin Leute, Venom Slurback und damit herzlich willkommen zu einem weiteren GTA 5 Online Video hier auf meinem Kanal. Wir haben wieder Donnerstag, das heißt, wir haben eine brandneue Eventwoche am Start und ein neues gratis Casino-Auto, was jeder von euch da draußen jetzt in dieser Woche sich wieder im Casino eben abholen kann. Falls du wissen willst, was sonst noch so in dieser Woche in GTA Online abgeht, dann bleib jetzt dran und falls du neu bist, lass kurz ein Abo da, würde mich sehr freuen, Road to 27k schon und ja, Glocke aktivieren, damit du nichts verpasst. Jetzt starten wir rein in das heutige Video. Wie vor jedem Video werden noch ganz kurz 5 Leute gegrüßt und zwar Gruß an Rean31, an King Jonas, an Kalle564, an Kurz, Andreas und an Mert Mehmet. Wenn du auch gegrüßt werden willst, einmal abonnieren und auf jeden Fall Hashtag Gruß in die Kommentare, dann bist du beim nächsten Video vielleicht auch mit dabei. Wir fangen an mit dem ersten Punkt und zwar dem Gratis-Casino-Auto von dieser Woche. Das wäre der VSDA. Ihr könnt hier gerade sehen, der Wagen kostet bei Legendary Motorsport ungefähr 1,2 Millionen GTA-Dollar und der ist schon wirklich so extrem lange auf der Podiumsliste. Der war schon vor einem Jahr gefühlt drauf, dann war er wieder runter und jetzt ist er endlich mal im Casino für uns kostenlos erhältlich. Ich muss sagen, von der Farbe und vom Design, wie er jetzt gerade hier auf dem Casino steht, gefällt er mir nicht so gut. Ansonsten, was kann man noch sagen? 4 Personen passen rein. Generell ist er auf jeden Fall ein sehr, sehr schicker Wagen. Also wenn man den irgendwie in matt schwarz oder in einer besseren Farbe tunt, dann sieht der schon sehr geil aus. Wer gewinnen will, jeden Tag am Glücksrad drehen und ja, check mal die Taktik ab zum Casinorad. Habe ich auf jeden Fall unter dem Video für euch verlinkt. Da kann man die Wahrscheinlichkeit ein bisschen erhöhen. Ganz kurz zwischendurch, heute Morgen um ungefähr 9 Uhr hat, glaube ich, Test2 auf Twitter einen Post eben rausgehauen, in dem er geschrieben hat, dass wir bald in GTA Online neuen Content bekommen werden. Jetzt ist irgendwie noch nichts da, keine Ahnung warum, aber Fakt ist, er hat das gepostet und ich gehe mal davon aus, dass wir in den nächsten Tagen, vielleicht nächsten Donnerstag oder in den nächsten Wochen, ein kleines Update bekommen oder irgendwas halt bezüglich neuem Content. Also darauf könnt ihr euch freuen. Wir machen weiter mit den Fahrzeugrabatten und fangen an bei Legendary Motorsport. Dort hätten wir zunächst einmal am Start zwei Formel 1 Wegen, nämlich den PR4, der ist von 3,5 auf 2,1 Millionen runtergesetzt und den Ocelot R88 von 3,1 auf 1,869 Millionen. Achso, und falls du in GTA noch Geld brauchst, dann solltest du ganz kurz zuhören, denn nur noch bis morgen gibt es bei meinem Partner JG Gaming bis zu 35% Rabatt auf alles. Das Ganze mit dem Code VENOM10. Dort kannst du dir eben für die PlayStation oder für den PC einen Moneyboost kaufen. Also du kannst dir raussuchen wirklich selber, wie viel Geld du in GTA Online eben kaufen willst. Wie gesagt, erster Link unter dem Video in der Beschreibung. Bis morgen gibt es noch 35% auf alles mit dem Code VENOM10. Bei San Andreas machen wir weiter mit dem Brioso. Der ist von 610.000 auf 427.000 runtergesetzt. Ich gehe mal davon aus, dass ihn sich fast keiner kaufen wird, weil wir den zu Weihnachten von Roxy Games kostenlos bekommen haben, also für 0 Dollar als Weihnachtsgeschenk und deswegen werden ihn die meisten wahrscheinlich schon haben, aber für die, die ihn nicht haben, er ist eben aktuell reduziert. Des Weiteren haben wir den RC Bandito am Start von 1,59 Millionen auf 954.000, der lohnt sich, kann ich euch empfehlen. Auf jeden Fall da zuschlagen. Wir machen weiter beim Karin Kuma gepanzert. Der ist runtergesetzt von 525.000 auf 262k. Lohnt sich auf jeden Fall. 4 Personen passen rein. Ist gepanzert und ist für Missionen und Heißüberfälle generell mit eigentlich ja, eines der besten Fahrzeuge. Gehen wir rüber zu Warstock. Dort haben wir den Inward and Pursuit Panzer von 2,2 Millionen auf 1,3. Geschmackssache. Wer den feiert, wer damit Spaß hat, der darf ihn sich kaufen. Man spart immerhin ja, knapp 1 Million. Gehen wir direkt rüber zu den Immobilien von dieser Woche. Wir fangen an bei Maze Bank. Dort haben wir nämlich die guten Spielehallen am Start in dieser Woche. Also wer keine hat, diese Woche unbedingt zuschlagen, Freunde. Zum Beispiel hier von 2,13 Millionen auf 1,2. Also auch hier spart man sich wieder sehr, sehr viel Geld in GTA. Viel Geld verdienen in dieser Woche könnt ihr beim Gegnermodus Sumo. Dort gibt es dreifach Geld und dreifach RP eben auf jeden einzelnen Gegnermodi. Also abchecken macht sehr viel Spaß. 8 Leute können da mitzocken, Freunde. Schaut mal vorbei für dreifaches Geld. Doppelt so viel Geld in dieser Woche bekommt ihr bei den Biker-Verkaufsmissionen. Erstens das und zweitens auf alle Zeitrennen. Das heißt, beim Zeitrennen zum Beispiel hier bekommt ihr jetzt nicht nur 100.000, sondern eben 200.000. Und das Ganze in gerade mal ein bisschen mehr als 2 Minuten. Dasselbe gilt auch für das RC Bandido Zeitrennen. Das ist hier und auch hier gibt es in dieser Woche doppeltes Geld. Also 200k easy in, wenn ihr es gerade sehen könnt, 1 Minute und 10 Sekunden. Das lohnt sich schon. An der Stelle soll es das eigentlich mit dem Video gewesen sein. Die Eventwoche war so, naja, ich würde jetzt mal 5 oder 6 von 10 Punkten geben. Schreib du mir jetzt in die Kommentare, wie du es findest. Der neue Content wird uns erwarten. Wann der kommt, keine Ahnung. Vielleicht heute Mittag, vielleicht morgen, vielleicht nächste Woche. Wir werden es sehen. Ich werde euch auf jeden Fall darüber auf dem Laufenden halten. Falls es dir gefallen hat, kurz einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich sehr freuen. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Check JG Gaming ab. Wie gesagt, ist noch Rabatt drauf. Und dann bin ich raus. Wir sehen uns im nächsten Video oder Livestream. Bis dann, macht's gut, Freunde. Haut da rein und ciao.